Hallo, liebe Deutschlerner. Heute möchte ich mit euch über die Mülltrennung reden. Die Mülltrennung ist etwas, was sehr typisch für Deutschland ist. Wir trennen unseren Müll. Andere Nationen tun das natürlich auch. Aber wir Deutschen sind ja angeblich bekannt dafür, dass wir sehr strikt sind oder sehr genau. Das ist auch bei der Mülltrennung der Fall. Und ich finde es manchmal ein bisschen nervig, Müll zu trennen und dann mir zu überlegen, okay, was kommt jetzt wohin? Das ist ein bisschen nervig, aber es ergibt ja auch Sinn. Und ja, da trennen wir dann einmal also auch die Gläser. Wir trennen die Gläser nach der Farbe. Also wir haben einmal Buntglas. Könnt ihr das lesen? Ja, Buntglas. Das heißt, in diese Tonne kommt Glas, was grün ist und braun alle möglichen anderen Farben, bloß nicht durchsichtig, denn das durchsichtige Glas, also das weiße Glas, kommt in diese Tonne. Ja, das Weißglas. Weiß wird natürlich mit SZ geschrieben, aber es gibt das SZ nicht als Großbuchstaben und deswegen schreibt man hier mit zwei S, weil es in Großbuchstaben ist. Und dann so Plastik und alle möglichen anderen Wertstoffe, das nennt man Wertstoffe, kommen in diese Tonne. Und das sind dann zum Beispiel Tetrapacks, nennen wir die, also so Kartons. Kartons, wo Milch drin ist und so. Verschiedene Plastikbehälter und Dosen und alles Mögliche aus Plastik und anscheinend auch Töpfe, ja, kommen hier in die Wertstofftonne. Wertstoffe, das ist hier, also Wertstoff ist das, ist die Art von Müll, die am meisten anfällt und deswegen sind all diese Tonnen hier alle für Wertstoff. Und dann haben wir natürlich auch Tonnen für Pappe und Papier. Ja, Pappe und Papier. Und ja, das ist der Müll, der am wenigsten eklig ist, finde ich. Und ja, damit, das ist sozusagen die Hauptarten von Müll. Und ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe, dass es mir machen wird. Dieses Video mache ich aufgrund einer von euren Fragen. Und wenn du möchtest, dass ich über ein anderes Thema rede, worüber ich noch nicht geredet habe, dann schreibe das bitte in den Kommentaren und dann mache ich ein Video für euch über dieses Thema. Okay, das war's für heute und bis morgen. Tschüss!